Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Metro Exodus und ich hatte ja ziemliche Probleme. Was ist mit dem Gras hier los? Ich hatte Probleme, weil es immer geruckelt hat. Und jetzt habe ich offenbar Probleme hier mit dem... mit der Landschaft. Ach du liebe Zeit. Das kann ja noch heiter werden hier. Ich hoffe, es läuft jetzt einigermaßen ruckelfrei. Manchmal stellt sich in OBS auch immer was um. Von alleine. Ohne, dass ich was dazu tue. Das ist auch merkwürdig. Ich hoffe mal, es wird jetzt einigermaßen klappen. Ansonsten die Landschaft hier schon ziemlich krass. Es ist schon Vegetation, aber dann ist auch oftmals... was ist das hier? Ist das ein muslimischer Friedhof? Faszinierend. Da irgendwie so ein altes Observatorium oder so. Alte... Okay, hier sind Stromleitungen. Weiß auch nicht, wie lange das dauert, bis sich hier mal was wiederholt. Ist schon sehr... Oh, die Strecke geht halt immer geradeaus. Die macht nie eine Kurve. Witzigerweise. So, das sieht auch komisch aus. Also, irgendwas passt hier nicht so ganz. Ich hoffe, das wird jetzt im nächsten Kapitel besser. Ja, wir müssen, dieses Waldgebiet, das strahlungsfrei sein soll, das müssen wir erkunden. Und wenn... hier hoch? Ach, ich komme hier hoch, das wusste ich nicht. Wenn das Ganze einigermaßen... ich kann aber jetzt nicht hier rüberspringen, nee. einigermaßen dem Gesetz der Serie folgt, dann müsste das nächste Kapitel wieder eins sein, das linearer ist. Weil wir hatten jetzt immer abwechselnd linear, Open World, linear, Open World. Und dazwischen halt die Zugkapitel. Also, mal gucken. I can't say I've ever been religious. But right now I'm begging all gods. Please, watch over Anna, and make the valley cure her of her affliction. In the meantime, Alyosha and I are on a recon mission. We have no idea of what is waiting for us there. Though Alyosha seems convinced that there are going to be crowds of women eagerly anticipating his arrival. If that turns out to be the case, then I have the best companion possible for this mission. Okay, jetzt sind wir mit Alyosha unterwegs. Wir waren doch... mit wem waren wir denn im ersten Open-World-Kapitel unterwegs? Weiß ich nicht mehr. Jetzt ja beim letzten Mal dann viel mit Damir. Jetzt vielleicht lernen wir dann immer was über die Charaktere so ein bisschen, dass das so gedacht ist. Yes, I must say... I'm rather partial to this valley. Wow, das sieht cool aus. Take care for one. Makes your head swim. Never smelled air like this in my life. I bet if we spend a week there, it won't just cure Anna. It'll make Gurnal grow his feet back. Damn, this is one bumpy ride. Oh, the man. Rails are all bent. The whole track seems to be fixing to slide down. I sure hope it can hold our weight. Let's hail the Aurora and tell them to take the other road. Come in, Aurora. This is forward recon. Do you read? Over. Aurora here. Reading you loud and clear. Ist das ein Staudamm? Colonel, sir. This track won't hold the Aurora. Take the main one. Over. Damn. How is the general situation there? Over.
The general situation is completely awesome, Colonel. Sir, Anna is sure to love it here. Over. Glad to hear that. Carry on. Aurora, over and out. So the plan goes like this. We get to that dam, check it out quickly, and call them over. Just take a look at all this beauty, huh? Don't you want them to see it sooner? Look at that church for you. Das ist die Begrüßung. Das war's mit der Dresine. Shit. Die war schon sehr wertvoll. Aua. Sind wir im Delirium? Das ist nicht Aljoscha. Kind des Waldes? Zumindest hatte er recht, was Frauen angeht. Da ist tatsächlich eine. Our guys caught your friend, but I can see your two are not bandits. I'll help you out if you don't do anything stupid. Gotta run now. Just stay out of sight and you'll be fine. Catch you later. Was? Okay, danke schön, aber wo soll ich denn jetzt hin? Okay, das sieht krass aus. Haben wir denn noch Ausrüstung? Oh ja, wir haben gleich mal eine Karte. Irgendwie schnell mal uns zusammengepinselt. Ja, dann haben wir wohl doch ein bisschen Open World hier. Okay. Da oben ist dann die Hauptstrecke vielleicht. Ist das die Kirche? Hat uns, ja, der Fluss hat uns wieder zurückgespült. Wir waren ja schon ziemlich weit vorne, da rechts. Begib dich zum Damm. Wer war diese Frau? Ich wünschte, ich wüsste ihren Namen. Haha, ich weiß ihren Namen. Es stand in den Untertiteln. Moment. Musste ich mal husten, Entschuldigung. Damit ich hier für meine Rettung angemessen danken kann. Höflichkeit steht auf meiner Dringlichkeitsliste im Moment allerdings ganz unten. Meine Ausrüstung habe ich im Fluss verloren und das Funkgerät ist kaputt. Daher habe ich keine Möglichkeit, die Aurora zu kontaktieren. Die größten Chancen sollte ich haben, wenn ich zu dem Damm gehe, wo Aljoscha und ich aufschlagen sollen. Ich sollte der alten Straße folgen. Aber sind die Leute jetzt da cool mit mir oder nicht? Hier irgendwas Brauchbares mitnehmen. Ich habe keinen Rucksack. Oder haben die anderen den mitgenommen? Ja, vielleicht ist es doch ein bisschen linearer, weil wenn ich keine Ausrüstung habe, dann ist das, glaube ich, hier einigermaßen so gedacht, dass ich mich jetzt hier schnurstracks da durchschlagen soll. Aber mir wurde ja empfohlen,
Also aus Sichtweite zu sein. Okay, ich habe eine Waffe. Eine Armbrust. Aha. Und ich habe einen Schuss. Und ich habe auch keine Medkits. Kann das sein? Das Ding blockiert einen aber ziemlich die Sicht. Ich nehme das mal runter, damit ich auch was sehe von der Welt hier. Ich Licht? Oh, immerhin habe ich Licht. Gucke ich mich hier nochmal ein bisschen um. Ich schätze mal, das hier ist zum Ausrüsten. Ja. Aber lesen kann ich nix. Ansonsten ja wirklich schön, das Tal, aber es ist sehr verlassen. Es sind Leute da. Aber die sind so alle so im Stress. Vielleicht haben die hier ja auch schon wieder irgendeinen Konflikt oder so. Feuerzeug. Ist das ein Entwickler? Hier zugewachsen. Ach, die kenne ich doch auch noch. So. Eine Postkarte. Postkarte 15. Ach, das ist die Kirche. Oh, gibt es die wirklich, diese Kirche? Aber die anderen Sachen schien es ja immer gegeben zu haben. Okay, Kaspische Wüste hatte ich halt ein Teil. Na gut. Es ist ein bisschen unheimlich. Ach du liebe Zeit. Ich wünschte, ich könnte das jetzt lesen. Warum kriegt man dann da keine Übersetzung? Sieht ja so nach Hinrichtung aus oder als Warnung. Wie wäre... Wer macht denn sowas hier? Jemand nagelt die hier an die Wand. Neben den Ikonen. Was war das? Ich habe Angst. Ich hatte bislang noch nie Angst in Metro Exodus. Aber das hier ist schon mal ein bisschen was anderes. Da wieder. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht Verräter oder sowas. Oder... Mich bestimmt noch keiner gehört. So, ich könnte mal... Okay, das hat fast keinen Strom verbraucht. Wer schießt da auf mich? Bandit, dieses Territorium gehört den Brüdern der Küste. Verschwinde, sonst bezahlst du das mit deinem Leben wie die anderen. Tod den Eindringlingen. Ja, wir sind hier nicht erwünscht.
Brüdern der Küste. Was sind das? Okay, es gibt... Aber das sind jetzt nicht die Kinder des Waldes. Ich bin... Da... Okay. Hi. Don't leave me here, man. There's lots of fucking wolves here. The fuckers tied me up so tight I can't feel my arms. Na komm. I owe you a big one, and I'll never forget this, I swear. Ja, ich hoff's mal, aber... These forest fuckers just left me here for the wolves. Ja, ihr habt hier irgendwie ziemlich Stress. I don't seem to recognize you. Which barrack are you from? You should have some nice gear. In any case, don't go there alone. I tried, and, well, you know what happened. Ah, these bitches hiding like fucking lizards. I found a way in and was going back already when the fuckers jumped me. Fuck. Fuck. Both legs went to sleep. Can't even move now. I'll wait here till they wake up and go bring the boys. We have a good chance to get a drop on them forest fuckers now. We'll tear them apart like fucking rats. Just look, man. Tell me, which barrack are you from after all? I thought I knew everyone. Are you even from our camp? Weder noch. Well... If you're not one of ours, I'm in your debt anyways. Thank you, man. As for these fuckers, if you want to get through their territory, you have to move like a ghost. Though, you look so tough, you could take them all out by yourself, I bet. So if you see any of them fuckers, do them all in. They have it coming to them for hanging on boards from those posts. Okay. Good luck, man. You'll need it. Ich meine, die haben uns gerettet, weil wir keine Banditen sind, und der ist jetzt auch cool mit uns, weil wir kein Waldbewohner sind. Ich muss mich bewegen wie ein Geist. Also ist es vielleicht nicht so ratsam, da unten entlang zu spazieren. Time to go to the shore. Wait for the boys. They were supposed to move out soon. Okay. Na, der bleibt da bestimmt stehen, bis ich weg bin. Und die spawnt dann. Ich möchte nochmal zurückgehen. Weil ich hier noch Sachen einsammeln kann. Und weil ich da noch nicht war. Aber da komme ich nicht weiter. Okay, hier ist... Doch, hier komme ich runter. Komm ich da drüben hin? Ups. Ich komme da ernsthaft nicht rüber, oder? Kannst du nicht da drüben hochgehen, statt hier? Scheinend ja eher nicht. Okay. Ich glaube, hier sollte man nicht lang gehen. Ist er noch da? So, aber ich kann hier rüber gehen. Nur die Frage, ob ich da hochkomme. Sterbe ich jetzt? Wahnsinn.
Artyom kann überhaupt nicht schwimmen, oder? Er kann nicht mal einen kleinen Millimeter schwimmen. So, hier hat er gespeichert. Warum? Ich da sowieso nicht hochkomme. Nee. Komm hier nicht hoch. Dass ich mich hier dann irgendwo reinklatsche. Das mit Klettern geht auch noch an manchen Stellen. So gerne dahinter. Aber das Spiel sagt nein. Ja, da könnte er doch jetzt hochklettern, aber... Und jetzt bin ich wieder hier. Na super. Ah, dann halt nicht. Warum gibt's da einen Speicherpunkt, wenn man da überhaupt nicht mehr weitergehen kann? Ich verstehe das. Ich verstehe das Spiel nicht. Warum gibt es hier einen Speicherpunkt? Und ich darf da gar nicht hin. Komme ich denn jetzt hier hoch? Nicht alles Zufall, wie man hier hochkommt. Hier Speedrun-Taktiken machen. Hä, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Du kannst doch nicht da einen Speicherpunkt machen, wenn ich dann überhaupt nicht mehr zurückkomme. Spiel! Das ist nicht nett. Muss ich jetzt das ganze Kapitel nochmal spielen? Eieieiei. Es ist so merkwürdig, dieses Spiel. Die machen so viel cooles Level-Design. Und dann ist es echt einfach teilweise Rotze. Wie soll ich denn jetzt hier wegkommen, ohne zu sterben? Ich komme nicht mehr weg. Also ich darf jetzt das ganze Kapitel nochmal spielen. Weil da ein Savepoint ist. Ja, ich habe jetzt auch davor nicht gespeichert. Ist das euer verfickter Ernst? Das kann nicht wahr sein. Warum programmiert man so eine Rotze? Haben die das überhaupt mal selbst gespielt, die Entwickler? Immer nur ausschnittweise wahrscheinlich. Ich bin jetzt auch nicht wirklich festgebuggt. Es ist halt nur ein dämlicher Savepoint. Meine Fresse, ey. So, viel Zeit vertrödelt. Normalerweise wird man fürs Erkunden belohnt. Hier wird man teilweise bestraft. So. Wie gesagt, ich gucke jetzt mal, dass ich hier entlang gehe und nicht auf der Hauptstraße. Wird dann auch irgendwann dunkel. Hier sind auch noch so diese Leuchtepilze. Also ist das hier wirklich unbedenklich? Von der Atmosphäre und von der Luftqualität. Oh, Hoppelhäschen. Ich hätte
so gern Fernglas. Habe ich auch, okay. Was ist das? Das sind Glühwürmchen. Ich meine, da ist auch ein bisschen Stuff zum Holen, aber... Ich glaube, das lohnt sich nicht. Das Gute ist, das Ding macht keinen Lärm, aber... Oh. Okay. Munition für eine andere Waffe. Die ich gar nicht habe. Habe ich mein Nachtsichtgerät? Nein. Warum habe ich mein Nachtsichtgerät nicht? Mir das auch runtergerissen. Okay. Dann wäre ich da aber sowieso entlang gekommen. Das ist jetzt dann auch egal, wie rum man da geht. Hier bin ich jetzt da sowieso auf dem Präsentierteller. Da kann ich hier oben lang gehen. Nicht so wirklich, nee. Okay, das ist schon so gedacht, dass man hier durchgeht. Wie gesagt, das ist jetzt wieder etwas linearer. Irgendwas rausholen? Ja. Guck mal. Ich muss mal die Musik lauter machen, oder? Die ist nämlich ganz schön. Stehen hier Spalier zur Begrüßung. Der Herr Lenin. Oh, steht aber so ein bisschen allein und verlassen hier. Das gefällt mir nicht. Diese Gasse hier. Ich möchte irgendwo rechts oder links mich verstecken. Gucken wir mal hier rein. Jetzt ein Nachtsichtgerät, das wäre so gut. Weil es wird doch ziemlich finster. So. Das
Das ist die Schule gewesen. Lieber Weihnachtsmann, ich heiße Larissa, bin 8 Jahre alt und war dieses Jahr sehr brav. Ich war kein Feigling. Ich habe 2 Rehe getötet und gehäutet und einen Banditen am Bein verletzt. Und ich lüge nicht, deshalb wünsche ich mir zu Weihnachten einen Brief von Mama und Papa, wenn dir das nicht so viel Mühe macht. Ich vermisse sie so schrecklich und andere Geschenke brauche ich nicht. Oh, brauche ich denn hier Gasmaske irgendwo? Okay, ich habe eine Gasmaske dabei. Ich habe auf jeden Fall Stimmen gehört. Eine Stimme. Ich meine, mehr Hinterhalt kann es doch gar nicht geben. So, mal gucken. Aber eigentlich, ich weiß nicht, bin ich hier sichtbar außen? Ein bisschen mit Mondschein. Nee, es ist hier jetzt aber früher dunkel. Ist das, weil es jetzt Herbst ist? Musik.